Morgen. Morgen? Entschuldigung. Also mein Wagen hat einen Platten und da dachte ich mir, dass... Ob ich dich mitnehmen kann? Genau. Kann ich. Komm rein. Super. Bin gleich soweit. Ich habe ein bisschen Frühstück mitgebracht. Was ist denn eigentlich dein Wagen für ein Baujahr? 74. Ja. Willst du mal fahren? Kann ich noch oben einen Kaffee trinken? Na, wenn es sein muss. Guten Tag. Einmal Ihre Papiere, bitte. Ja. Sie haben die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 27 Stundenkilometer überschritten. Was sagen Sie dazu? Tut mir leid. Ich... Verdeckte Ermittlung. Winken Sie uns bitte weiter. Na klar. Na dann, noch gute Fahrt. Hören Sie... Jetzt fahren Sie schon, sonst fällt's auf. Ja. Also eigentlich war das nicht ganz in Ordnung. Aber lustig, oder? Ja, stimmt. Willst du nicht mal dran gehen? Ja, ich fahr doch gerade. Darf ich? Sekretariat Boots, was kann ich für Sie tun? Verstehe. Und wo? Wir sind unterwegs. Einschussstelle Rücken. Einschussstelle rechte Hand mittig. Muss mal eine Spatel bitte. Dankeschön. Neun Millimeter? Vollmantel. Lass uns mal umdrehen. Morgen. Morgen. Der hohe Blutverlust lässt darauf schließen, dass die Kugel eine Arterie getroffen hat. Ich nehme an, der Mann ist verblutet. Was Sie sehen, ist die Austrittswunde. Ihm wurde in der Rüge geschossen. Und durch die Hand? Ich habe ein Projektil gefunden. Lag direkt unter der Hand. Das heißt, er muss am Boden gelegen haben, als ihm jemand durch die Hand geschossen hat. Und wer ist das? Der Mann heißt Uwe Scheer, der kommt aus Bad Cannstatt.
Frag doch mal an, wer die nächsten Angehörigen sind. Und wer hat ihn gefunden? Die Frau. Hallo, Bootskripo Stuttgart. Das ist mein Kollege Lannert. Ina Meyer. Und das ist wer? Trollinger. Entschuldigung. Ungewöhnlicher Name für einen Hund. Ach Gott, das ist bloß blöd, wenn er abgehauen ist. Wir kommen öfter her. Er sieht so gern Flugzeug. Und Sie haben den Mann gefunden? Neu, Trollinger. Gut, und wann war das? Vor einer Stunde etwa. Ich habe geschwind die Polizei angerufen. Und Sie haben den Mann so vorgefunden, wie er jetzt da liegt? Also, er hat auf dem Bauch gelegen, ihre Leithinnen umdreht. Gut, aber Sie haben ihn auf dem Bauch liegend vorgefunden. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, Trollinger hat ihn gefunden. Gut, Trollinger hat ihn gefunden. Aber was ich wissen will, haben Sie den Toten angefasst? Nein, ich mag keinen Toten erlangen. Ihre Personalien hat man aufgenommen, ja? Ja. Gut, dann können Sie und Herr Trollinger jetzt gehen. Danke. Trollinger! Frau Meier, warten Sie! Ich brauche noch Ihre Telefonnummer. Uwe Scher war ledig. Die einzige Verwandte, die er hatte, ist seine Mutter und die lebt in Berlin. Das ist alles, was er bei sich hatte? Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir mal bei ihm zu Hause vorbei. Danke, Nika. Gerne. Trolle, ja. Technischer Fortbildungskurs. Bewegte Kindheit. Hallo? Sieht nicht so aus, als ob schon jemand hier gewesen wäre. Hier. Es ist schon 11. Langsam mache ich mir aber Gedanken. Sei doch so nett und melde dich bei mir. Oder im Büro. Bis dann. Tschüss. Schöne Arbeitskollegen zu sein. Guck mal hier. 5-Sterne-Deluxe-Hotel. Queen's Garden Palace, 6.000 Euro. Hotel Blanc Atlantic. Ist nicht gerade die typische Wohnung für einen, der in internationale Luxushotels absteigt? Nee. Kleines Rennen gefällig? Warum nicht? Habe mich gestern mit Jacqueline getroffen. Wir haben ganz spontan beschlossen, nächstes Wochenende nach London zu fliegen. Ich habe sie gefragt und sie hat ohne zu zögern zugesagt. Habe in London schon vorher einen richtig edlen Schuppen ausgesucht. Queen's Garden Palace. Habe sie selbstverständlich eingeladen. Schers Wagen stand am Flughafen. An dem hat sich keiner zu schaffen gemacht. Danke.
Gibt es Erkenntnisse, womit der Mann seinen Lebensunterhalt verdient hat? Mhm. Hat im Zoll gearbeitet. Ein Zollbeamter? Hat jemand ganz schön über seine Verhältnisse gelebt. Nika, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Informationen über seine Finanzen. Ja. Ich habe Hunger. Kommt jemand mit? Ich muss noch was für meine Frau besorgen. Nika? Ich war gerade eben in der Pathologie, danke. Gut. Hallo. Ach, sagen Sie, waren Sie schon essen? Ich mache gerade Diät. Aha. Aber so ein kleiner Salat könnte doch nicht schaden. Ich lade Sie ein. Nee, ist eine Null-Diät. Aber danke für die Einladung. Geschafft. Hm. Und, hat jemand eine Idee? Wie wär's mit einem Aquarium? Oh, ist das nicht ein bisschen teuer? Also. Was denn? Was habe ich denn Abscheuliches gesagt? Übrigens, sein früherer Hamburger Vorgesetzter hat gesagt, er vermisst das Meer, nicht Fische. Wie wär's mit einem Tankgutschein? Ein Tankgutschein? Aber ist das nicht ein bisschen zu persönlich? Und Sie, Frau Alvarez? Hm? Haben Sie eine Idee? Ist das eine Kugel? Ja, aber da redet er nicht drüber. Ich glaube, ihr hättet was. Guten Tag, verbinden Sie mich bitte mit Kommissar Wolters. Henning? Ich bin's, Thorsten. Ich bin jetzt in Stuttgart. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich bräuchte eine Info. Es geht um den Mann. Weißt du, wo er sich gerade aufhält? Herr Putz, dann brauchen Sie die Unterlagen. Alles hat Zeit bis morgen. Ich muss jetzt Schluss machen, Henning. Wir hören voneinander. Also mach's gut. Ja, danke. Ich habe das jetzt alles nochmal durchgeguckt. Cher hat alle möglichen Notizen gemacht, hauptsächlich Gedanken aufgeschrieben, teils sehr persönlicher Art. Und es gibt drei Frauen, die er regelmäßig getroffen hat. Petra Renk, Jacqueline Fischer und eine Frieda. Von der gibt es aber keinen Nachnamen und auch kein Foto. Aber wenn es stimmt, was hier drin steht, dann hat diese Frieda ihn heute früh getroffen. Dann wird sie ihn wahrscheinlich als letzte lebend gesehen haben. Ja, vielleicht. Mehr Anhaltspunkte haben wir nicht. Ich glaube, es ist am besten, wir nehmen uns die vor, von denen wir auch Nachnamen haben. Gute Idee. Blond oder braun? Polizei. Mein Name ist Boots. Kann ich Sie kurz sprechen? Ja. Tod, aber... Was ist passiert? Herr Scher wurde ermordet. Ihm wurde in den Rücken geschossen. Kannten Sie ihn näher? Ja. Ja, wir waren befreundet. Mhm. Gut. Sehr gut. Hatten Sie eine Affäre?
Nein. Denken Sie, er hätte das gewollt? Vielleicht. Ja, gut möglich. Uwe war überall beliebt. Und er war ein großzügiger Mensch. Wenn wir zusammen essen waren, dann hat er immer darauf bestanden, zu zahlen und so. Wussten Sie, dass er beim Zoll gearbeitet hat? Ja. Aber ich glaube, er war nicht besonders glücklich damit. Kann man Ihre Bilder kaufen? Mhm. Und was kostet das so? Das da liegt bei 3.000 bis 4.000. In dem Rahmen bewegen sich alle meine Bilder. Ich kann überhaupt nicht glauben, dass er tot ist. Wir haben so viele verrückte Sachen gemacht. Einmal hat er einen Ferrari gemietet und sind wir nach Venedig gefahren. Und das hat er alles mal eben so gemacht. Uwe war einfach einer, den die Frauen gerne als Freund hatten. So ein Kumpeltyp. Kumpeltyp. Verstehe. Kennen Sie zufällig eine Frieda? Nein. Nein? Frieda? Nee, nie gehört. Wieso? Das ist nicht so wichtig. Hat der Scher auch Bilder von Ihnen gekauft? Er war mein größter Bewunderer. Er hat wirklich ein paar Bilder gekauft, ja. Und wie viele? 5. Oder so, ich weiß nicht mehr genau. Da ist für Sie ja dann ganz schön was zusammengekommen. Was hätte ich denn machen sollen? Ihm sagen, dass Sie für ihn nicht käuflich sind? Hatten Sie was mit Herrn Scher? Ich halte mich mehr an Frauen. Das wusste Herr Scher. Nein. Sind Sie liiert? Hier und da. Ich fliege Marseille, Madrid und Rom an. Mhm. Wusste einer von diesen Hier und Das von Ihnen und Herrn Scher? Nein. Keiner weiß vom anderen. Wann ist die Beerdigung? Da sage ich Ihnen Bescheid, Frau Fischer. Danke. Guten Flug. Anscheinend war Uwe Scher überall beliebt. Naja, eher sein Geld, würde ich sagen. Ja, so sieht's aus. Mit dem Ferrari nach Paris, hier eine Uhr, da ein Kettchen. Und dann hat er dieser Petra Ring etliche Bilder abgekauft. Armer Kerl, alle wollten nur sein Geld. Aber woher hat er das eigentlich? Übrigens, das Projektil stammt aus keiner uns bekannten Waffe. Gibt schon Erkenntnisse über Uwe Schers Finanzen? Ja. Also er hat 80.000 Euro Kredit bei seiner Hausbank aufgenommen. Davon hat er 50.000 in bar zurückgezahlt, und zwar in 2 Raten am 4. und am 23. Juni. 30.000 standen noch aus, aber er hat den Zahlungstermin verstreichen lassen. Und woher hat er die 50.000? Angeblich im Casino gewonnen. Stimmt aber nicht. Das habe ich natürlich überprüft. Casino? Also woher dann? Vielleicht hat diese Frieda ja was damit zu tun. Aber wir wissen immer noch nicht, wer Frieda ist. Ja, wahrscheinlich ist die auch nur Passpro Toto. Passpro was? Passpro Toto. Das ist lateinisch. Aha. Es bedeutet, dass ein Teil stellvertretend für das Ganze steht. Frieda, Petra, Jacqueline. Er wird sich auch bei ihr Aufmerksamkeit erkauft haben. Hallo. Hallo. Was macht die Diät? Hm? Die Diät. Ach so. Ja, danke. Wie ist der Stand? Uwe Scher hat viel Geld für Frauen ausgegeben, mehr als er hatte. Und das als kleiner Zollbeamter. Das klingt, als sei er bestochen worden. Und die Frauen aus seinem Notizbuch? Sackgasse. Sie waren nicht wirklich an ihm interessiert. Obwohl, eine haben wir noch nicht ausfindig machen können, Frieda. Wir nehmen an, dass sie unter Pass pro Toto fällt. Aha. Hey, hey. Das ist lateinisch und bedeutet, dass ein Teil für das Ganze steht. Ja, das ist das Gegenteil von Totum pro Pate. Wir sehen uns noch. Klar. Totum pro Pater, das muss ich gleich mal aufschreiben. Mhm.
Waren Sie schon mal hier? Nee. Nee, ich auch nicht. Ist das da unten eigentlich Vogt? Was so? Na da. Da. Ich wusste gar nicht, dass Sie Kinder haben. Ah, keine Kinder. Danke. B-Jugend, die trainiere ich unter der Woche. Ich muss mich fit halten. Sonst fange die an, hinter meinem Rücken zu grinsen. Das schaffen Sie doch nie. Oh, nicht schlecht. So, und jetzt zu Herrn Lannert. Das ist es. Das da. Was ist? Habe ich zu viel versprochen? Nee, schön. Also, kein bisschen. Nee, und außerdem, ich meine, es ist ja auch relativ gut erhalten. Stuttgart Bootsalon? Nein, aber ich sehe ihn gleich. Kann ich ihm was ausrichten? Und Handy gefunden? Ja. Hat gerade ein Kollege aus Hamburg angerufen. Ich soll dir ausrichten, dass ein Viktor der Mann in München gemeldet ist. Aha. Ist das wichtig? Weiß ich noch nicht. Wir sind hier alle noch völlig geschockt, dass Uwe umgebracht wurde. Herr Scheer wurde als freundlich und hilfsbereit geschildert, als ein Mensch, der keine Feinde hatte. Erzählen Sie uns was anderes. Kann ich nicht. Uwe ist sehr... Er war richtig beliebt. Gab es Auffälligkeiten bei Herrn Scheer? Mein Kollege meint, ob er bestechlich war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Kontrollen werden zwar nur stichprobenartig durchgeführt, aber die erfolgen immer durch zwei Zöllner. Sie führen doch sicherlich Listen von ausgeführten und kontrollierten Waren. Auch dafür gibt es in Deutschland eine Vorschrift. Ich kann Ihnen Kopien anfertigen lassen. Das wäre nett. Können wir auch Kopien der Dienstpläne haben? Klar. Ach, sagen Sie, gibt es hier eine Frau, die Babette heißt? Ja, Babette Kerner, da drüben. Sie haben bei Herrn Scheer aufs Band gesprochen, richtig? Ich habe mir eben Sorgen gemacht, weil Uwe nicht zur Arbeit erschienen ist. Zu Recht, wie ich jetzt weiß. Waren Sie liiert? Nein, Uwe hatte Freundinnen. Das schließt ja nicht automatisch aus. Doch, die waren kein guter Umgang. Warum das? Weil sie sich an Uwe bereichert haben. Die haben ihn ausgenommen und er hat es nicht gemerkt oder nicht merken wollen. Herr Scheer hat über seine Verhältnisse gelebt. Und vielleicht hat ihm sein Mörder dazu verholfen. Davon gehen wir im Augenblick aus. Hatten Sie zusammen Dienst mit ihm? Natürlich, ja. Hier hat jeder mal mit jedem Dienst. Haben Sie irgendwelche Anzeichen dafür bemerkt, dass man versucht hat, Herrn Scheer zu bestechen? Uwe war der liebenswürdigste Mensch, den ich gekannt habe. Und Sie setzen so einen Vorwurf in die Welt, jetzt, wo er sich nicht mehr dagegen wehren kann. Das hier sind alle Ausfuhrkontrollen der letzten Monate. Gut, danke. Oh,
Wann hat Cher die 50.000 bezahlt? Ich glaube am 4. und am 23. Juni. Zwei Zahlungen. Am 3. und 21. hatte er Dienst. 3. Juni. Und 21. Beide Male hat er Lieferungen für eine Hilfsorganisation abgewickelt. Und wie heißt die? Schwaben für Menschen. Mhm. Unter Türkheim. Westermann, Iris Westermann. Tot. Tot, das kann ich gar nicht glauben. So ein hilfsbereiter Mann. Wem könnte denn damit gedient sein, dass der tot ist? Machen Sie das ehrenamtlich? Meinet Sie vielleicht, das Land Baden-Württemberg hätte Geld für so eine Hilfsorganisation übrig? Natürlich mache ich das ehrenamtlich. Woher kannten Sie Herrn Scher? Vom Zoll. Vom Zoll. Kennen Sie alle Zöllner so persönlich? Nein, natürlich nicht. Sie glaubet ja gar nicht, wie viele Hilfsgüter auf dem Weg in eine Krisenregion verrotten oder sonst irgendwie unbrauchbar werden. Und zwar nur wegen der Bürokratie und einer Flut von Formularen. Deswegen habe ich den direkten Kontakt zu Mitarbeitern vom Zoll gesucht. Und so haben Sie Herrn Scher getroffen? Hat Herr Scher Zuwendung von Ihnen erhalten? Wollen Sie damit andeuten, ich hätte ihn bezahlt? Wozu sollte ich das denn machen? Vielleicht, um sich zu bereichern? Herr Scher wurde bestochen. Die Summen, die er dafür erhalten hat, stehen direkt im Zusammenhang mit den beiden Lieferungen, die Sie veranlasst haben. Ich werde mir so einen Vorwurf nicht bieten lassen. Frau Westermann, wohin gingen die Lieferungen? Nach Usbekistan. Haben Sie auch Großspender? Ja, zwei oder drei. Eine Hilfsorganisation ist doch eine perfekte Tarnung für Schmuggelware. Finden Sie nicht auch? Ich muss mir sowas nicht länger anhören. Ich fürchte doch, Frau Westermann. Wir ermitteln hier in einem Mordfall. Ja, aber Ihr Vorwurf ist völlig absurd. Ich reiß mir hier den Arsch auf. Ich sammle Hilfsgüter. Ich arbeite ehrenamtlich von morgens bis abends. Und Sie bezichtigen mich, eine Schmugglerin zu sein. Viktor, der Mann. Ja? Was ist mit dem? Sie kennen ihn? Das ist einer unserer großzügigsten Spender. Wissen Sie, wo er wohnt? Ich glaube, er wohnt in München. Lassen Sie mich raten, zur Zeit hält er sich in Stuttgart auf. Ja, das stimmt. Er wohnt in dem Hotel am Berliner Platz. Muss ich da was wissen? Guten Tag. Wohnt bei Ihnen ein Viktor de Mann? Es wäre übrigens total nett, wenn du mir noch ein oder zwei Dinge über Viktor de Mann sagen könntest. Außer, dass du ihn von früher kennst. Wegen ihm bin ich hier. Du, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Schön, dich zu sehen. Ich dachte, du bist tot. Ja, und dabei bin ich nur in Stuttgart. Soll ich? Setzt euch. Darf ich vorstellen? Mein Kollege Kriminalhauptkommissar Sebastian Boots. Viktor de Mann, Waffenhändler. Miki Radic, Leibwächter. Und wie nennst du dich denn jetzt? Ich bin Thorsten Lannert. Hm. Und du? Auch nicht mehr in Hamburg? Nee. Aber wir könnten beide noch dort sein. Wenn wir uns nie begegnet wären. Hm? Wieso? Gefällt's dir hier nicht? Mir fehlt hier unten das Meer.
Chris mochte das Meer. Hm? Oder war das auch eine Lüge? Chris Gabriel war ein anderer. Chris Gabriel war ein verlässlicher Mann, Herr Butz. Aufmerksam, klug und verschlossen. Aber Chris Gabriel war eine Kunstfigur, die Thorsten Lannert zum Leben erweckt. Als Chris Gabriel hat er mein Vertrauen erschlichen, sich die Sympathie meiner Familie erlogen, wie ein Parasit auf meine Kosten gelebt und wurde sogar der Pate meiner Tochter Luisa. Immer noch mit Zucker, Chris. Und du? Immer noch auf Süßstoff? Kann man so viel Verlogenheit erlernen? Sind Chris Gabriel und Thorsten Lannert wirklich zwei völlig getrennte Persönlichkeiten? Das fragen Sie mich? Ich weiß nicht. Chris Gabriel konnte es nur mit Thorsten Lannert geben. Jetzt wissen Sie, Herr Boots, dass Sie mit einem berufsmäßigen Verräter unterwegs sind. Wie gefällt Ihnen Ihre Gesellschaft? Ich ziehe Sie der Gesellschaft eines Waffenhändlers vor. Waffenhändler bedienen eine Nachfrage, wie ein Bäcker oder ein Beerdigungsunternehmer. Brot bringt keine Menschen um. Eine Waffe auch nicht. Es braucht immer jemanden, der abdrückt. Mit einem Skalpell können Sie genauso heilen wie töten. Waffenhändler sind Geschäftsmänner. Aber ich nehme an, du bist nicht hierher gekommen, um auf die guten alten Zeiten anzustoßen. Da hast du recht. Wir ermitteln in einem Mordfall. Kann ich dabei helfen? Kennst du einen Uwe Scheer? Ist er das Mordopfer? Aber der Name Westermann sagt dir was. Ja, sie leitet eine Hilfsorganisation und ich spende gern, das weißt du doch, Chris. Ich bin Geschäftsmann, aber das heißt noch nicht, dass ich nicht bereit wäre zu teilen. Aber wenn du Waffen in Embargo-Gebiete lieferst, bist du ein krimineller Geschäftsmann. Ja, ich habe von diesen Leuten gehört und ich finde es gut, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Hast du schon Herrn Kohl und Herrn Genscher wegen der Spürpanzerlieferung nach Saudi-Arabien vernommen? Das ist so komisch. Mit denen habe ich keine Rechnung auf. Ich habe noch eine offene Rechnung mit Chris Gabriel. Sag ihm, man sieht sich. Haben wir ihn aufgescheucht. Aufgescheucht? Macht er nicht gerade den Eindruck? Er hat sich gut im Griff. Hm. Victor de Mann, geboren am 1. September 1957 in Brügge. Observationsfotos? Aus Hamburg und Frankfurt. Zwei Jahre, um an den Rand zu kommen, ein weiteres Jahr, um sein Vertrauen zu gewinnen. Meine Tätigkeit als verdeckter Ermittler hat darauf abgezielt, Victor de Manns Netzwerk zu zerschlagen. Ich konnte ein paar Randfiguren hochgehen lassen, ihn selbst aber nicht. Und warum nicht? Ich war insgesamt vier Jahre an Victor de Mann dran. Vor einem Jahr konnten wir ihn fast überführen. Er wollte ein großes Waffengeschäft abwickeln. Aber kurz davor ist meine Tarnung aufgeflogen und Victor, der Mann, ist abgetaucht. Er handelt mit Waffen? Seine Spezialität ist es, Waffen in Embargo-Gebiete zu liefern. Aber Embargo-Gebiete werden doch abgeriegelt und ziemlich streng kontrolliert. Es gibt aber kein lückenloses Embargo. Danke. Will er zum Beispiel Waffen in den Irak schaffen, bringt er sie erst nach Syrien. Den Rest machen die Leute vor Ort. Warum ist Ihre Tarnung eigentlich damals aufgeflogen? Das tut ihr nichts zur Sache. Ich glaube schon.
Sie irren sich. Das ist eine private Sache, die Sie nichts angeht. Wenn Viktor dem Mann also Waffen unter dem Deckmantel von Schwaben für Menschen nach Usbekistan befördert, sind die für die Taliban bestimmt. Er deklariert seine Lieferung immer als Hilfsgüter und besticht die entsprechenden Personen. Das heißt, er hat Uwe Scheer bestochen, damit er die Waffen durchwinkt. Ja, das würde erklären, warum Scheer in der Lage gewesen war, sein Kreditbar zu begleichen. Mhm. Das macht Sinn. Aber gibt es über diese Spekulation hinaus einen Anhaltspunkt für die Verstrickung von Viktor dem Mann und dem Mord an Uwe Scheer? Vor 2 Jahren konnten wir 2 Aufkäufer belasten, die mit Viktor dem Mann ein Geschäft abschlossen. Bei der Übergabe, bei der wir zuschlagen wollten, ist er nicht aufgetaucht. Aber nur 7 Stunden später wurden die beiden Aufkäufer ermordet aufgefunden. Man hatte ihn in den Rücken und durch die Hand geschossen. Wie Scheer? Fahnenflüchtigen hat man im Krieg in den Rücken geschossen. Viktor dem Mann setzte noch einen drauf und ließ sie durch die Hand schießen. So hat er Verräter bestraft. Und der Doppelmord hat Nachahmer abgeschreckt. Dann suchen wir Viktor dem Mann jetzt als Mörder. Ja, als Auftraggeber. Viktor dem Mann macht sich nicht selber die Hände schmutzig. Ja, klar. Was meinen Sie? Warum wurde Uwe Scheer ermordet? Wurde er zu gefährlich? Vielleicht wollte er aussteigen. Vielleicht einen höheren Preis verhandeln. Also Erpressung. Das hat Uwe Scheer zum Sicherheitsrisiko gemacht. Aber in Viktor dem Manns Welt werden Risiken minimiert. Ist das nicht möglich, werden sie beseitigt. Wir vernehmen ihn morgen früh. Alle wollen ein anderes Leben führen. Scheer wollte ein Frauenschwarm sein, Babette Kerner seine große Liebe. Aber keiner hat bekommen, was er wollte. Ja. Und du? Hättest du lieber dein Leben in Hamburg weitergeführt? Wie war das eigentlich für dich? Was meinst du? Jemand anders zu sein, dieser Chris Gabriel zu sein. Chris Gabriel hat ein gutes Gedächtnis. Er musste sich an alle Lügen, die er in die Welt gesetzt hat, erinnern können. Und hat seine Zeit mit Menschen verbracht, die in jeglicher Hinsicht unangenehm waren. Und Viktor dem Mann? War der auch so unangenehm? Im Gegenteil. Dem Mann ist gebildet, belesen, scharfsinnig. Er war eine Bereicherung für mich. Unter anderen Umständen wärt ihr vielleicht sowas wie Freunde geworden, ja? Schon möglich, ja. In seiner Welt muss man sich entscheiden, ob man Wolf oder Schaf sein will. So hat er das immer formuliert. Da wird er sich wahrscheinlich für den Wolf entschieden haben. Und Chris Gabriel? Als Schaf erlegt man keinen Wolf. Nein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte mich weder für das eine noch das andere entscheiden. Stimmt, du bist beides nicht. Was bin ich denn dann? Der gute Hirte. Danke. Bis morgen. Ciao. Papa ist da! Hey, da kommt er. Geht's euch gut? Ja? Schön. Na? Hey. Hallo. Soll ich dir was mitbringen? Ich brauche eigentlich gar nichts. Nicht mal einen Wein? Hm.
Weiß oder rot? Ich weiß nicht. Französisch oder italienisch? Solange es kein Trollinger ist. Gut. Bis gleich. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich habe morgen 2 Prüfungen. Die Kleinen waren so aufgedreht, die haben sich überhaupt nicht beruhigt. Ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Diese ganze 8. Was ist denn los mit dir? Ist ja nur eine, dass ja Leute wie Dietmar und andere unbedingt nachweisen wollen, dass das schrecklich war. Julia, hast du dir schon mal überlegt, wie unser Leben verlaufen wäre, wenn, naja, wenn wir uns damals getrennt hätten? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Nee, sag doch mal. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich eine Weltreise gemacht. Hätte meinen Uni-Abschluss schon in der Tasche und würde jetzt mit dem schicken Cabrio durch die Gegend fahren. Aber es ist doch müßig, darüber nachzudenken. Wieso? Weil ich mich für dich entschieden habe. Irgendwelche Einwände? Nein, eigentlich nicht. Noch nie da rausgeguckt? Wie geht denn das? Ich habe noch nie einen Plattenspieler bedient. Ich kenne nur CD-Player. Du schwindelst. Menschen halten nicht still, wenn man auf sie schießt. Du trainierst ausschließlich auf die Beine? Ja. Schon mal jemanden tödlich verletzt? Nein. Und selbst? Ja. Und wie ist das? Furchtbar. Was ist eigentlich mit Ihren Händen? Die? Ach, Holzleim. Ich versuche mich gerade am Modellbau. Entschuldigung. Darf ich mal? Oh. Holzspäne. Ich hatte die Handwerker im Haus. Mal angenommen, Victor, der Mann, hat Uwe Scheer umgebracht. Wie können wir ihm das nachweisen? Wir müssen die nächste Lieferung finden. Scheer hat sein Geld immer nach erfolgter Lieferung erhalten. Und jetzt ist er tot. Wahrscheinlich wollte er den Mann erpressen. Und er hat ihn aus dem Weg geräumt. Das heißt aber auch, dass der Mann jetzt auf einer Lieferung sitzt, für die er noch keinen Vertriebsweg hat.
Dann wird er sich wohl einen Vertriebsweg aufbauen, oder? Und solange er auf der heißen Ware sitzt, ist er verwundbar. Also, was schlägst du vor? Wir müssen ihm Stress machen und darauf hoffen, dass er die Nerven verliert. Alles klar. Dann werden wir ihm Stress machen. Im Stress machen sind wir gut. Ich bin auf seinen Anwalt gespannt. So wie ich ihn kenne, kommt er ohne. Sag mal, als deine Tarnung weg war, da hätte man dich doch eigentlich in ein Zeugenschutzprogramm stecken müssen. Das wollte man auch. Aber? Ich wollte meinen Namen behalten. Also war ich für das Programm ungeeignet. Wolltest du, dass er dich findet? Ich wollte mich nicht ducken. Guten Tag. Guten Tag, Herr Lehmann. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Wasser? Ja. Danke. Also, kennst du einen Uwe Scheer? Nee. Er wurde vorgestern tot aufgefunden. Man hat ihn in den Rücken geschossen. Damit fällt Selbstmord ja schon mal aus. Ne? Stimmt, ja. Aber Mut kann auch nicht mit im Spiel gewesen sein. Ich glaube, es ist sehr viel schwieriger, einen Mann in den Rücken zu schießen, als in die Brust. Noch schwieriger sind die Beine. Das habe ich noch nie versucht. Warst du vorgestern Morgen zwischen 5 und 7 Uhr in der Nähe des Flughafens? Wie nah ist näher? 2 Kilometer? Nee. Ich war in meinem Hotelzimmer. Allein? Ja. Du hast gesagt, dass du die Organisation von Frau Westermann kennst. Ja, ich bin froh, dass es noch solche Menschen gibt. Wie muss man sich das vorstellen? Woraus besteht so eine Sachspende, die du ausfliegst? Zum Beispiel nach Usbekistan. Das weißt du doch. Trotzdem. Für meinen Kollegen noch mal. Ach so, ja. Also, mal Lebensmittel wie Reis, hin und wieder Medikamente. Aber das können Sie auch den Listen entnehmen, die Frau Westermann führt. Klar. Hätte man das mit dem Hotelzimmer, lassen wir überprüfen. Bis dahin werden Sie Stuttgart nicht verlassen. Okay. Das war's. Schön. Wie gefällt dir der Hafen hier? Bisschen klein, hm? Für meinen Zweck reicht's. Ist die Vernehmung jetzt endgültig beendet, ja? Ja. Ach, eine Kleinigkeit hätte ich dann noch. Sagt Ihnen der Name Frieda etwas? Frieda. Auf Wiedersehen. Soll ich die? Bleib hier, bleib hier. Ich bin Geschäftsführer. Schon gut, schon gut. Kommt in Ordnung. Wer ist denn hier der Verantwortliche? Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Emilia Alvarez von der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Sie sind Herr... Viktor de Mann, der Geschäftsführer. Schön. Mhm. Schön, dass wir uns kennenlernen. Ja.
Wir durchsuchen gerade die Geschäftsräume, wie Sie sehen. Mhm. Und zwar wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Es wird sich als gegenstandslos herausstellen, aber gehen Sie ruhig Ihrer Arbeit nach. Hat man Ihnen und Ihren Mitarbeitern schon etwas zu trinken angeboten? Ach, bis der Kaffee durchgelaufen ist, sind wir schon längst verschwunden. Sie trotzdem nicht. Darf ich bitte den Durchsuchungsbefehl mal sehen? Sicher. Bitte. Danke. Können Sie ihn für eine Minute entleeren? Ihre Anwälte? Tja. Entschuldigung. Danke. Das ist eine MP7 von Heckler & Koch, Schnellfeuerwaffe. Bevorzugt von Sonderkommandos eingesetzt. Hübsches Stück, wa? Was schätzen Sie, Herr Butz? Was für eine Kadenz hat sie? Keine Ahnung. 700 Schuss pro Minute? Chris? 950, aber das gehört jetzt hier nicht her. Der Handel mit solch einer Waffe unterliegt dem Kriegswaffenkontrollgesetz, das wissen Sie schon. Ich weiß. Man benötigt eine Berechtigung für den Handel. Hab ich. Ja? Ja. Und wer sind die Abnehmer? Leute aus Usbekistan? Zwei Security-Firmen aus Frankfurt und Rostock. Die Abnehmer befinden sich im Inland. Das Kriegswaffenkontrollgesetz greift hier nicht. Du hast hier irgendwo eine illegale Waffenlieferung und ich werde sie finden. Und selbst wenn sie vor dir liegen würde, würdest du sie nicht sehen. Okay, alles aufmachen. Wir durchsuchen jede Kiste. Was auf illegalen Waffenhandel hindeutet. Es muss was geben. Ich weiß nicht, vielleicht hat Viktor der Mann in Hamburg kalte Füße bekommen, dann ist er eine Weile abgetaucht und dann legal geworden. Quatsch, nein. Täuscht der Eindruck oder nehmen Sie die Sache sehr persönlich, Herr Lennart? Ja, ich nehme die Sache sehr persönlich. Sind Sie befangen? Also ich glaube nicht, dass Herr Lennart hier in einem privaten Kreuzzug... Herr Butz, ich glaube, Herr Lennart kann für sich selbst sprechen. Herr Lennart? Viktor de Mann muss eine Lieferung am Laufen haben. Ansonsten wäre Uwe Scheer noch am Leben. Und er wurde auf eine Art ermordet, die eine unmissverständliche Warnung an alle anderen ist, die mit dem Gedanken spielen, Viktor de Mann zu erpressen. Herr Lennart, danach habe ich nicht gefragt. Ich will die Sache zu Ende bringen. Es soll endlich Ruhe sein. Aber wenn mich das befangen macht, dann bin ich befangen. Gut. Wir machen Schluss für heute. Bis morgen. Bis morgen. Wohl. Prost. Komm gleich, ja? Klar.
Anstrengender Tag heute, oder? Also. Prost. Prost. Wer ist denn das da? Das ist Susanne, meine Frau, und Lilly, meine Tochter, am Tag ihrer Einschulung. Sie hat deine Augen, oder? Ja. Ist irgendwas mit Ihnen? Sie sind tot. Beide. Was? Scheiße, Mann. Hat dieser Viktor der Mann was damit zu tun? Meine Schwester feiert dieses Wochenende Geburtstag. Ich würde mich freuen, wenn du auch kommst. Was wünscht sie sich denn? Gib mir einen Tipp. Ich bin nicht gut in sowas. Ihr wird's reichen, wenn du da bist. Sie mag dich. Unser Geschäftspartner aus dem Libanon wird auch da sein. Ich möchte, dass ihr euch kennenlernt. Wozu? Damit du diesen Geschäftsbereich übernehmen kannst. Chris, du weißt ja, dass ich nicht vielen Leuten traue. Man sollte keinem trauen. Du rätst mir, dir nicht zu trauen. Spürst, der muss verschwinden, noch vor der Lieferung. Ich werde ihn für dich finden. Papa! Papa! Wer ist denn das Kind? Ich weiß es nicht. Papa! Lilly! Lilly! Tot. Dann haben sie meine Tochter ins Krankenhaus gebracht und haben mir versprochen, dass sie es schaffen wird, aber Herr Lannert? Es tut mir sehr leid.
Scheiße. Es tut mir sehr leid. Es war einer dieser dummen Zufälle. Meine Tarnung war auch weg. Deshalb hat man dich hierher versetzt, zu uns. Dieses Projektil auf deinem Schreibtisch, hat das auch was damit zu tun? Der Mann wusste nicht, wie viel ich über ihn weiß und wollte auf Nummer sicher gehen. Sie nicht. Das war klar, dass er von Victor der Mann geschickt wurde. Thorsten, dann gehe ich jetzt mal, okay? Ja. Bleib sitzen. Ich bin raus. Bis morgen. Bis morgen. Das bleibt unter uns, ja? Klar. Klar. Ciao.
Posten? Alles in Ordnung. Gibt es Hinweise auf seine Identität? Nein, keine Ausweispapiere, gar nichts. Entschuldigung. Jedenfalls dürfte das jetzt sicher sein, dass Viktor der Mann momentan auf heißer Ware sitzt. Ansonsten macht der Mordversuch keinen Sinn. Außer das Motiv ist Rache. So tickt Viktor der Mann nicht. Was? So tickt Viktor den Mann nicht. Herr Boots hat recht, wir müssen nah dran sein. Wieso sonst wurde die Leiche von Uwe Scher nicht beseitigt? Warum hat man ihn liegen lassen? Vielleicht hatte der Täter das vor und wurde überrascht. Nein, er wollte, dass man Scher findet. Bei den Morden in Hamburg, von denen du erzählt hast, da wurden die Opfer ja auch einfach liegen gelassen. Weil sie eine Warnung an andere waren, sich mit Viktor den Mann nicht anzulegen. Also muss es jemand in Uwe Schers Umfeld geben, der diese Warnung versteht. Ein Mitwisser. Ein Mittäter. Die Waren werden doch am Flughafen immer von zwei Zöllnern kontrolliert. Richtig? Mhm. Scher konnte also bei einer Frachtkiste mit Schmuggelware nicht auf den Zufall bauen, dass sein Kollege nicht doch eine Stichprobe vornimmt. Das heißt, ja genau, wir suchen nach einem Mittäter. Ja, das stimmt. Aber wir haben die Dienstpläne gecheckt. An beiden fraglichen Tagen hatte Uwe Scher mit unterschiedlichen Kollegen Dienst. Vielleicht wurden die manipuliert. Ich setze Frau Banowitsch darauf an. Zwischen Viktor dem Mann und den Lieferungen gibt es nur zwei Verbindungspunkte. Der eine ist Uwe Scher und der andere Frau Westermann. Über ihre Lieferung wurden die Frachtkisten nach Usbekistan transportiert. Und sie kennt Viktor dem Mann. Uwe Scher ist tot, also ist sie unser einziger Anhaltspunkt. Viktor der Mann handelt mit Waffensystemen, und zwar direkt vor Ihrer Nase. Und Sie wollen von alledem keine Ahnung haben, ja? Glauben Sie wirklich, dass Ihnen die Staatsanwaltschaft das abkauft? Aber genau so ist es. Der Herr dem Mann liefert hier ausnahmslos Hilfsgüter an. Ich liste jede Spende auf und ich verplombe die Kisten auch wieder. Sie listen auf? Haben Sie sich auch dem Manns Spenden näher angesehen? Natürlich, ich hafte ja dafür. Es war alles ordnungsgemäß aufgeführt. Transportieren Sie die Güter zum Flughafen? Nein. Das übernimmt eine Spedition, die sich auf Luftfracht spezialisiert hat. Die Firma heißt Spedition Schorlau. Mhm. Kann mir das mal derselbe fahren? Jetzt, wo Sie es sagen. Wann wollte der Mann Sie das nächste Mal mit einer Sachspende unterstützen? Morgen. Aber es ist ihm leider was zwischengekommen. Er hat es mir heute Mittag gesagt. Deshalb stelle ich ja gerade die Ersatzlieferung zusammen. Ja? Boots, Kriminalpolizei. Die Sachspenden bei Frau Westermann bestanden aus Medikamenten und Kleidern. Am Flughafen kamen aber Waffen an. Also wurden die entsprechenden Güter dort ausgetauscht. Und zwar irgendwo zwischen Schwaben für Menschen und dem Flughafen, als die Kisten auf Ihrem LKW standen. Ich weiß nichts von Waffen. Ich nehme eine Lieferung auf, fahre sie zum Ziel und gebe sie dort ab. Herr Botschka, es geht um das bewusste Unterlaufen des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Wir kriegen Sie zumindest wegen Beihilfe für illegalen Waffenhandel dran. Sie wissen, was das bedeutet? Einige Jahre Freiheitsentzug. Außer Sie kooperieren und erzählen uns, wie der Austausch mit den Kisten stattgefunden hat. Dann kommen Sie vielleicht mit einem blauen Auge davon.
Ich habe das alles nur wegen dem Geld gemacht. Ich habe 100 Euro pro Kiste bekommen. Das letzte Mal 300 Euro. Ausgetauscht haben wir die Kisten dann immer am Lochinger Hafen. Was heißt wir, Sie und Viktor, der Mann? Der Name ist mal gefallen, aber selber war der Typ nie dabei, sondern so ein großer, kräftiger Kerl. Zu einem Leibwächter? Wahrscheinlich. Wo haben Sie die Kisten her, die Sie ausgetauscht haben? Vom Schiff. Vom Schiff? Frieda. Sie hören von uns, Herr Potschka. Hallo. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Der Mann, der auf Sie geschossen hat, heißt Jens Reiser. Verschiedene Behörden fahren seit 3 Jahren nach ihm. Mit Reisers Waffe wurde auch Uwe Scheer ermordet. Das heißt aber noch lange nicht, dass er auch abgedrückt hat. Davon gehe ich aber aus. Er hat schon einmal im Auftrag von Viktor dem Mann geschossen. Reiser ist sein Mann. Wir brauchen einen Durchsuchungsbefehl. Für was? Für ein Schiff. Kriegen Sie. Gut. So, der Hemmers, Frieda, ist 3 Tage vor Ort gelegen. Der Schiffsführer hat sich heute Morgen bei mir abgemeldet. Und wann war das genau? 5:45. Also für gut 6 Stunden. Und sie fährt flussabwärts, ja? Ja, aber bis Mannheim muss das Schiff 161 Höhenmeter überwinden. Das heißt, die Frieda muss durch 27 Schleusen. Aha. Können Sie das Schiff telefonisch erreichen? Ja, natürlich. Dann machen Sie das bitte, damit wir wissen, wo wir Sie abfangen können. Ich rufe das SEK an. Ja. Das Schiff hat die Schleuse 11 vor 10 Minuten passiert. Das SEK macht sich an Schleuse 13 bereit. Wir sind in 20 Minuten da. Danke. Und das soll es jetzt gewesen sein. Wir fahren zur Schleuse und beschlagnahmen die Ladung. Irgendwie alles zu einfach. Wie meinst du das zu einfach? Das passt nicht zu Viktor. Der lässt sich die Ladung jetzt nicht vor der Nase wegschnappen. Dazu ist er zu clever und viel zu vorsichtig. Ja gut, aber die Ladung existiert ja. Ja, deswegen ist er noch nicht abgetaucht. Er hat noch nie die Ladung im Stich gelassen. Aber er weiß, dass wir von Frieda wissen. Wir haben ihn selbst auf den Namen angesprochen. Vielleicht ist die Frieda nur eine Ablenkung und die Ladung ist gar nicht an Bord. Genau das ist es. Die Ladung ist nicht an Bord. Okay, okay. Nehmen wir an, du hast recht. Aber dann wird das auf einem anderen Weg versuchen. Nur wie? Er wird das tun, womit niemand rechnet. Am Flughafen. Er wird es über den Stuttgarter Flughafen laufen lassen. Genau. Ich rufe die Alvarez an. Hier, Lannert. Es gibt eine Planänderung. Ja? Miki hier. SEK stürmt gerade das Schiff. Verstehe. Lannert? Hi, ich bin's. Ich habe die Dienstpläne des Frachtzolls untersucht. Und gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Nein, es gibt keine Anzeichen dafür, dass da irgendwas manipuliert wurde. Uwe Scheer hatte bei jeder Lieferung mit einem anderen Kollegen Dienst. Na gut, danke. Ach, Moment. Wer ist denn verantwortlich für die Dienstpläne? Eine Frau Kerner, Babette Kerner. Gut, danke. Babette Kerner hat die Dienstpläne erstellt. Bravo, Charlie, Delta 785 is ready for departure. Ist Ihnen klar, was das heißt? Nein. Vielleicht ist Ihre Schmuggelware schon längst außer Landes. Da kommen hunderttausende Euro an Ausfallkosten auf Sie zu, wenn ich diesem Flugzeug die Starterlaubnis entziehe. Bravo, Charlie, Delta 785. Stoppen Sie die Maschine jetzt. Stuttgart Tower. Bravo, Charlie, Delta 785. How do you read? Sie haben gehört, was der Kriminalabkommissar gesagt hat.
Hotel Charlie Delta 785. Cancel takeoff clearance and taxi back to the terminal. Hat Frau Kerner heute keinen Dienst? Frau Kerner, die hat Feierabend. Der Mord an Herrn Scheer war eine Warnung. Eine Warnung von Viktor, dem Mann, die an Sie gerichtet ist, Frau Kerner. Uwe Scheer konnte nicht allein die Lieferung am Zoll vorbeischleusen. Er brauchte einen Komplizen. Sie. Sie haben die Dienstpläne manipuliert. Sie hatten direkten Zugang zu den Plänen. Jedes Mal, wenn Sie mit Scheer zusammen Dienst hatten, haben Sie die Namen anderer Kollegen eingetragen. So konnten Sie in aller Ruhe gemeinsam die Waffenlieferung durchwinken. Sie haben es aus Liebe getan, nicht wahr? Was hat er Ihnen dafür versprochen? Sie lachen mich doch bestimmt aus. Wieso sollte ich das tun? Ich wollte auch ein Wochenende mit Uwe nach Paris. So wie diese Frau. Und? Waren Sie da mit ihm? Nein. Ist Ihnen klar, dass Sie damit einem Schwerverbrecher geholfen haben? Viktor, der Mann, ist für den Tod von Uwe Scheer verantwortlich. Glauben Sie wirklich, wenn die letzte Lieferung hier glatt über die Bühne geht, dass Sie dann noch lebend da rauskommen? Sie wissen viel zu viel. Uwe Scheer wird mit Ihnen nirgends mehr hinfahren, Frau Kerner. Für den Rest Ihres Lebens nicht. Also helfen Sie uns. Helfen Sie uns, Viktor, den Mann endlich vor ein Gericht zu stellen. Es sind 5 Kisten. In der Maschine nach Usbekistan. Deklariert als medizinisches Gerät. Von der Firma Dinta Enterprises. Okay. Gut. Danke. Volltreffer. Das sind RPG-7. Eigentlich eine Panzerabwehrwaffe, aber damit holen sie auch Hubschrauber und Flugzeuge vom Himmel. Und was ist sowas wert? Millionen. Viele Millionen. Hier sind noch die Gefechtsköpfe. Ja? Hier ist Thorsten Lannert. Wir haben die Waffenlieferung. Gut. Sehr gut. Ich sag der Bundespolizei gleich Bescheid. Herr Lannert? Ja? Das war gute Arbeit. Danke. Gibt es inzwischen eine Rückmeldung von der Frieda? Das Schiff wurde gestürmt. Keine Waffen an Bord. Es war tatsächlich nur ein Tarnmanöver von Viktor, dem Mann. Bis später. Bis später. Kann ich bitte auch einen haben? Dankeschön. Gibt's was zu feiern?
Babette Kerner wird gegen dich aussagen. Und dann sind da noch die Panzerabwehrwaffen und nicht zu vergessen der Mord an Uwe Scheer, den Jens Reiser in deinem Auftrag ausgeführt hat. Das Letzte dürfte schwer zu beweisen sein. Willst du mir gerne Handschellen anlegen? Darauf hast du 4 Jahre lang hingearbeitet. Vielleicht fange ich ja an, wild um mich zu schießen. Ich habe meinen Leuten gesagt, dass du ein vernünftiger Mann bist und dass man sich auf dich verlassen kann. Ich werde dich nicht enttäuschen, Chris. Meinst du, ich könnte noch ein paar Sachen packen? Klar. Was mit deiner Frau und Tochter tut mir leid. Ich weiß. Happy Birthday, lieber Thorsten. Happy Birthday to you. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Doch. Gefällt's ihm nicht? Wenn's abgeschliffen und neu imprägniert. Wir haben sogar das Segel neu gemacht. Wir waren uns nicht sicher, ob es dir gefällt, aber da du doch aus Hamburg kommst. Also, sie sind sprachlos, gell? Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, also vielen Dank. Alles klar? Ja. Hier, die habe ich von deinem Schreibtisch. Was soll das? Was spinnst du? Wie willst du denn ein neues Leben anfangen, wenn du dein altes dir jeden Tag in den Weg stellst? Du kannst doch nicht mal die Kugel einfach wegschmeißen. Das ist die echte.